Landwirte, die sich neue Wege für ihre Zukunft ausdenken, die haben auch oft viel Fantasie. Thema der Woche bei uns mit bereits vielen Aspekten von Milchtankstelle bis Goji-Bären. Oliver Laffin stellt uns heute einen Landwirt vor, der bislang sein Geld mit Schweinemast und Ackerbau verdient hat. Doch Gero Schnepel aus Wunsdorf setzt jetzt auf den Fisch, und zwar Zander, direkt vom Hof. War gut oder mehr? Zwei, drei mehr kannst du, ja, so passt es. Nicht zu viele, nicht zu schnell, wir haben Zeit. Insgesamt sind es schon fast 8000 Zander, die hier in den Becken von Gero Schnepel in Aquakultur aufgezogen werden, von ganz klein bis relativ groß. Anfang des Jahres hat er sich auf dieses Experiment eingelassen, um die Zukunft des Hofes zu sichern. Zusammen mit seinem Berater Max Hörsen zählt er einmal im Monat die Fische und schaut, wie sie sich entwickeln. Wir sortieren jetzt die großen Fische durch. Das ist jetzt für die größeren dieser Tiere ist das die finale Sortierung. Das heißt, für die geht es dann jetzt demnächst zum Schlachten. Wenn ich es in der Hand habe, weiß ich, okay, der hat 800 Gramm oder mehr. Also Fische, gerade Zander auch, da geht halt viel nach Korpulenz. Die Länge ist nicht entscheidend, sondern wirklich die Korpulenz. Es gibt Fische, die sind sehr lang und trotzdem dünn. Und deswegen muss man sie wirklich auch, naja, man muss sie halt einfach fühlen. Ja. Also Zander ist ja ein barschartiger Fisch und die haben ja halt diese Zacken. Und die können halt wirklich wehtun. Ja. Mehr als 150.000 Euro hat Gero Schnepel in die Kreislaufanlage für die Zander investiert. Knapp 10% der Mastställe für die Schweine wurden dafür umfunktioniert. Wenn sie abzeichnet, das war mit unserem Massenprodukt, dem Schwein und dem Getreide, nicht mehr das ausreichende Einkommen erzielen, dann müssen wir uns halt Nischen suchen. Und für meinen Betrieb versuchen wir jetzt erstmal diese Nische mit dem Zander. Um die Schweine kümmert sich jetzt größtenteils Reinhard Schnepel. Er unterstützt seinen Sohn, wo er nur kann. Ein Landwirt, der jetzt in Fisch macht? Für den 66-Jährigen ist das kein Widerspruch. Man muss sich mit dem, was man produziert, immer etwas danach richten, was die Menschen auch wollen. Und so ist das eigentlich in den ganzen letzten Jahrzehnten gewesen. Es verändert sich. Die Verzehrgewohnheiten bei Menschen verändern sich. Und dementsprechend darauf eingehen. Versuchen. Aber das Richtige ist, wissen wir nicht. Ohne Unterstützung der Familie kann man so einen Umbruch natürlich nicht schaffen. Auch Ehefrau Nadine Schnepel, die noch halbtags arbeiten geht, und die beiden Töchter versuchen, Gero Schnepel so gut es geht den Rücken frei zu halten. Die Ängste, denke ich, werden wie bei vielen immer mit dabei sein. Und die sind ja auch noch nicht so, dass man jetzt sagt, oh super, wir haben damit angefangen, wir lehnen uns zurück. Sondern jetzt muss es sich etablieren, jetzt müssen wir das in Gang bringen, dass es eben funktioniert. Und auch das wird wieder seine Zeit dauern. Ab und zu ist es mal ein bisschen blöd, wenn Papa viel zu tun hat, weil er dann kaum noch Zeit für uns hat, vor allen Dingen am Wochenende. Aber es ist trotzdem richtig schön. 5 bis 7 Jahre, sagt Gero Schnepel, wird es wohl dauern, bis er mit seinen Fischen Gewinn machen kann. Damit es etwas schneller geht, hat er mittlerweile sogar gelernt, die Zander selbst zu zerlegen. Für meine ersten 4 Fische, die ich hier selber filetiert habe und hinterher ein Filetpuzzle draus gebaut habe, mehr oder weniger anstatt ein richtiges Filet, habe ich für die 4 Fische 4 Stunden gebraucht. Mittlerweile ist es so, wenn ich morgens anfange und die Fische aus dem Becken hole, abschlage, dann sind mittags um 1 grob 50 Fische fertig filetiert. Was in der Zukunft kommt, kann ich nicht sagen. Also das hängt mehr vom Gesetzgeber ab, wie von meinen Vorlieben.